Hochwasserwarnung am Mangfalldamm zwischen Bad Aibling, Kolbermoor und Rosenheim. Durch den starken Regenfall in den letzten Wochen ist die Mangfall an einigen Stellen bereits über die Ufer getreten. Hunderte Anwohner wurden evakuiert und in einer benachbarten Turnhalle untergebracht. Die Feuerwehr und der THW sind die ganze Nacht im Einsatz, um mit Sandsäcken den Damm zu sichern. Der Wetterdienst hat auch für die kommende Nacht und Montagmorgen wieder Regenschauer angekündigt. Erst am Dienstag soll es dann wieder besser werden.